Dark Crimes Podcast. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Bianca Robertson. Die 18-jährige Bianca hatte gerade ihren Highschool-Abschluss absolviert. Sie wurde an der Jacksonville-Universität in Florida angenommen, wo sie Kriminaltechnik studieren wollte. Ihre Großmutter erzählte später, Biancas Ziel war es, FBI-Agentin zu werden. Bianca wurde als sehr sozialer Mensch beschrieben. Sie liebte ihre Familie und Freunde und war ein sehr fürsorglicher Mensch. Sie und ihre Mutter standen sich sehr nahe, insbesondere nachdem Biancas älterer Bruder 4 Jahre zuvor mit nur 22 Jahren einer Herzerkrankung erlegen war. Am 28. Juni 2017 ging Bianca mit ihrer Großmutter und ihrer Mutter in den örtlichen Supermarkt einkaufen. Nachdem die drei Frauen die Einkäufe in Biancas Auto verstaut hatten, machte sich Bianca wieder auf den Weg nach Hause. Ihre Mutter ging von dort aus direkt zur Arbeit und ihre Großmutter hatte noch etwas anderes zu tun. Die drei verabschiedeten sich voneinander und sagten sich wie immer, dass sie sich liebten. Es war das letzte Mal, dass Großmutter und Mutter Bianca lebend sahen. Um 17.31 Uhr, nur 11 Minuten nachdem Bianca den Parkplatz des Supermarkts verlassen hatte, gingen mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten, dass es einen Autounfall auf dem Highway gegeben habe. Ein Ersthelfer vor Ort erklärte dem Mitarbeiter der Notrufzentrale, dass der Fahrer des Unfallautos blutete und sich nicht mehr bewegte. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie eine bewusstlose junge Frau vor. Es handelte sich dabei um die 18-jährige angehende Studentin Bianca. Doch leider kam jegliche Hilfe zu spät. Bianca wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Ihr Auto, ein grüner Chevy, war von der Straße abgekommen, eine Böschung hinuntergefahren und gegen mehrere Bäume geprallt. Bianca hatte eine Kopfverletzung und einen massiven Blutverlust erlitten. Nach der ersten Begutachtung des Unfallorts vermutete die Polizei, dass Bianca mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett aufgeschlagen oder von einem Ast getroffen worden war. Biancas Großmutter war zur selben Zeit auf der Autobahn unterwegs gewesen und musste wegen des Unfalls einen Umweg fahren. Während sie die Unfallstelle umfuhr, dachte sie noch, hoffentlich ist es niemand, den ich kenne. Nicht ahnend, dass kurze Zeit später die schlimmsten Befürchtungen Realität werden würden. Als die Polizei am Unfallort Zeugenaussagen aufnahm, war schnell klar, dass der Unfall nicht durch Unachtsamkeit oder durch medizinische Gründe verursacht wurde. Ein Zeuge sagte aus, dass er einen roten Pickup in der Nähe von Biancas Auto gesehen habe. Dieser rote Truck habe Biancas Auto gerammt, wodurch sie von der Straße abkam. Der Truck fuhr danach mit hoher Geschwindigkeit davon. Das Resultat der Autopsie bestätigte das ungute Gefühl der Ermittler, dass hinter diesem Unfall mehr stecken könnte als zunächst angenommen. Bianca war nicht an den Folgen des Unfalls gestorben. Sie hatte eine Schusswunde am Kopf. Mit dieser Wendung hätten selbst die Ermittler nicht gerechnet. Jemand hatte auf Bianca geschossen, während sie auf dem Highway fuhr. Nur wer? Auch Biancas Familie war fassungslos. Sie berichteten der Polizei, dass Bianca nicht einmal jemanden kannte, der eine Waffe besaß. Sie konnten sich nicht erklären, wie das geschehen sein könnte. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, machten sich die Ermittler daran, die Überwachungsbilder von der Autobahn und dem umliegenden Gebiet ausfindig zu machen und durchzusehen. Es gab genügend Videomaterial, denn die Verkehrsbehörde von Pennsylvania hatte Kameras auf allen Straßen in Pennsylvania in Betrieb. Schon kurz danach wurden sie auch fündig. Auf den Aufnahmen des Highways war Biancas Auto zu sehen.
Auf der Spur neben ihr der rote Pickup, den der Zeuge beschrieben hatte. Die beiden Autos fuhren auf gleicher Höhe und es schien, als wollten sie auf der gleichen Spur fahren. Daraus entstand ein Gerangel, bei dem der rote Truck Biancas Auto zu rammen schien. Den Augenblick des Unfalls erfassten die Kameras zwar nicht, jedoch sahen die Ermittler auf den Aufnahmen, wie der rote Truck mit hoher Geschwindigkeit den Highway entlang fuhr, kurz nach dem ermittelten Unfallzeitpunkt. Durch die vielen Kameras konnten die Ermittler den Weg des Trucks verfolgen. Nachdem er sich von der Unfallstelle entfernt hatte, verließ der Truck den Highway und fuhr auf einer anderen Straße in Richtung Osten weiter. Um den Lenker des roten Pickups zu finden, schwärmte die Polizei aus, klopfte an diverse Türen, überprüfte ähnliche Fahrzeuge und fragte bei örtlichen Unternehmen nach Überwachungskameras, die den Truck auf seiner Flucht aufgezeichnet haben könnten. Zeitgleich wandten sich die Ermittler den Anrufern zu, die den Unfall gemeldet hatten. Eine Frau gab an, sie habe die zwei Autos gesehen, wie sie aneinander gerieten, und ein LKW-Fahrer hatte den Vorfall ebenfalls gesehen. Der LKW-Fahrer sagte aus, der rote Truck habe nach dem Unfall beschleunigt und ihn auf dem linken Seitenstreifen überholt, bevor er mit hoher Geschwindigkeit davondüste. Zwei Tage nach dem Mord an Bianca meldete sich eine Frau bei der Polizei. Sie sagte aus, sie habe den Fahrer im roten Truck gesehen und beobachtet, wie er auf der Straße Richtung Osten fuhr, nachdem er den Highway verlassen hatte. Die Frau beschrieb den Mann als einen weißen Mann mit blonden Haaren, leichter Gesichtsbehaarung und Glubschaugen. Mit ihrer Hilfe wurde ein Phantombild erstellt und veröffentlicht. Es dauerte nicht lange, bis das Phantombild in allen örtlichen Nachrichten zu sehen war und die Ermittler hofften auf den entscheidenden Tipp. Währenddessen überprüften die Ermittler die Überwachungskameras zweier Wohnhäuser, welche die Straße filmten, die der rote Truck nach der Highway-Ausfahrt genommen hatte. Und tatsächlich erkannten sie den roten Truck, wie er die Straße entlang donnerte. Da die Aufnahme nicht die beste Qualität hatte, konnten sie das Nummernschild nicht erkennen. Doch das Standbild war gut genug, um andere Merkmale des Trucks erkennen zu können. Auf den Scheiben waren mehrere Aufkleber erkennbar, der Truck hatte markante Felgen sowie eine Delle an der Beifahrertür und Schäden an der Motorhaube. Die neuen Informationen und die Bilder wurden an die Medien weitergegeben. Die Polizei setzte außerdem eine Belohnung von $5,000 aus. Am 1. Juli ging ein Anruf von einem Anwalt bei der Polizei ein. Der Anwalt sagte, sein Mandant sei der gesuchte Fahrer und wolle sich stellen. Der gesuchte Mann hieß David und war 28 Jahre alt. Davids Anwalt sagte, dass David nicht sprechen würde, aber dass er einen roten Truck besitze. Der Anwalt stimmte einer Untersuchung von Davids Auto und seiner Wohnung zu. Als die Ermittler den Truck vor Ort begutachteten, wurde ihnen schnell klar, dass es sich bei dem verbeulten Truck mit Aufklebern an den Scheiben um den gesuchten roten Pickup handelte. Eine Überprüfung bestätigte außerdem, dass das Auto auf David zugelassen war. In Davids Schlafzimmer fanden die Ermittler auch eine Waffe. Die forensische Untersuchung bestätigte, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelte. Am 2. Juli 2017 wurde David wegen Mordes ersten Grades, Mordes dritten Grades und fahrlässiger Gefährdung einer anderen Person angeklagt und verhaftet. David hat nie erklärt, wieso er Bianca getötet hat. Nachdem er Fahrerflucht begangen hatte, versteckte er sich im Haus eines Freundes in Delaware. Viele glaubten, dass er sie aus rassistisch motivierten Gründen getötet haben könnte. Es gab jedoch keine Beweise dafür, dass dies ein Motiv gewesen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft konnte kein Hassverbrechen nachweisen.
David zeigte bis zur Verurteilung nie irgendwelche Emotionen oder Reue für seine Tat. Nach dem Mord hatte er seinen besten Freund angerufen. Das Telefongespräch dauerte 6 Minuten und sein Freund sagte später aus, sie hätten über Autorennen und Autoteile gesprochen. Der Freund sagte weiter aus, David habe nie etwas von einem Mord gesagt und auch sein Verhalten habe sich nicht verändert. Nein, tatsächlich spielte dieser Mann in den Tagen nach der Tat Minigolf und aß Pfannkuchen, als wäre die Welt völlig in Ordnung. Im September 2018 bekannte sich David des Mordes dritten Grades schuldig. Er wurde zu 20 bis 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem die Richterin das Strafmaß verlesen hatte, weinte David und versuchte sich schluchzend bei Biancas Familie zu entschuldigen. Biancas Mutter verließ den Gerichtssaal noch während David am Sprechen war. Wer kann es ihr verübeln? Die Tränen Davids machten eher den Eindruck, dass er sich selbst leid tat. In der ganzen Zeit seit seiner Tat hat er keinerlei Emotionen oder Reue gezeigt, weinte aber nach der Verkündung des Strafmaßes wie ein kleines Baby. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass David Bianca aus Wut erschossen hat. Wer kennt sie nicht, die Raufbolde hinter dem Steuer, die wegen Kleinigkeiten einen hochroten Kopf bekommen oder gar anderen Autofahrer folgen, um diese wütend zu konfrontieren? Wenn man regelmäßig so wütend wird, müsste es naheliegen, sich Hilfe zu holen, um zu ergründen, wieso man denn so wütend wird. Und zwar bevor man austickt und eine 18-jährige Studentin tötet. Auch wenn wir nicht im Detail wissen, was an ihrem Tag auf dem Highway los war, sieht es danach aus, dass David wütend wurde, weil Bianca ihn überholen wollte. Ich bezweifle stark, dass Bianca David in einem solchen Ausmaß provoziert haben könnte, dass man sein Ausrasten auch nur ansatzweise nachvollziehen könnte. Ich habe es schon so oft gesagt und werde es wohl noch viele Male sagen müssen. Mord ist keine Lösung. Nie. Never. Punkt. Ende der Geschichte. Biancas Mutter gründete die Bianca Robertson Foundation. Jedes Jahr wird ein Stipendium an einen Absolventen jener Highschool vergeben, die Bianca besucht hatte. Biancas Familie ist außerdem sehr engagiert in der Opferhilfe und unterstützt andere Familien, die von Waffengewalt betroffen sind. Im Jahr 2021 erhielt Biancas Familie eine Auszeichnung für ihr Engagement. Biancas Mutter sagte, Bianca und ihr Bruder seien ihre Engel, die ihr helfen, das Leben zu meistern. Davids Familie auf der anderen Seite beteuert, er sei nie gewalttätig gewesen und habe nie auch nur einer Fliege etwas zuleide tun können. Wir wissen, dass es solche Menschen gibt, solche, die immer gut und hilfsbereit waren, von allen gemocht, und dann, eines Tages wird ein Schalter umgelegt und sie machen etwas unfassbar Böses. Ich persönlich bin ja eigentlich ein Mensch, der daran glaubt, dass Menschen eine zweite Chance erhalten sollen. Irren ist schließlich menschlich und wer ist schon fehlerlos? Aber es gibt Fehler und Fehler. Wenn es nicht Bianca gewesen wäre an jenem Tag, hätte es irgendwann jemand anderen getroffen an einem anderen Tag. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch David zu der Sorte Mensch gehört, die eine Maske tragen, sich anpassen, gegen außen immer freundlich, hilfsbereit und easygoing sind. Im Inneren jedoch sieht es entweder ganz anders aus oder es schlummert etwas, von dem die Betroffenen wissen, dass sie das maskieren müssen. Das Problem mit der Maske ist, dass kein Mensch dies ein Leben lang aufrechterhalten kann. Dazu gibt es unzählige Beispiele von Serienmördern wie Dennis Rader über Chris Watts bis hin zu den nicht so bekannten Fällen wie der hier bei Bianca. Ich persönlich finde das Strafmaß deutlich zu wenig, gerade für die USA. Was denkt ihr darüber?
Diese Folge möchte ich mit dem Statement von Biancas Vater beenden, welches er nach der Urteilsverkündung im Gericht vorlas. Sehr geehrte Richterin, mein Name ist Rodney Robertson. Ich bin und werde immer Vater von Bianca Robertson sein. Jeder denkt, ich sei ein harter Kerl. Ich bin in West Philadelphia aufgewachsen, ich trat in die US Army ein, diente ehrenhaft und leistete meinen Beitrag. Danach trat ich den Marine Corps bei und leistete auch dort meinen Beitrag, bis auch dieser Dienst zu Ende war. Als ich meinen Dienst bei den Marines beendete, kehrte ich nach West Philly zurück, aber ich sah schnell, dass es dort nichts als Gewalt gab. Ich ging dann zu den United States Merchant Marines, wo ich seit 28 Jahren arbeite. Wir transportieren große Schiffe durch das Land und die Welt. Meine Arbeit ist hart, aber es ist ehrliche Arbeit. Vielleicht bin ich also ein harter Kerl. Aber nicht, wenn es um Bianca ging. Sie war mein jüngstes Kind, mein Baby. Sie konnte mich immer zum Lächeln bringen und das Leben ein wenig heller machen. Lassen Sie mich Ihnen von meinem kleinen Mädchen erzählen. Bianca war ein Kind, das immer glücklich war und diese Freude auf alle um sie herum übertrug. Erwachsenen gegenüber war sie schüchtern und respektvoll. Bei ihren Freunden war sie freundlich, sanft und lustig. Für mich war sie die klügste und schönste junge Frau auf der Welt. Als Vater lacht man mit seinen Söhnen, aber man sorgt sich um seine Töchter. Wer wird da sein, um sie zu beschützen, wenn man nicht da ist? Werden sie immer in Sicherheit sein? Was kann man tun, damit sie nicht verletzt werden? Nichts schmerzt einen Vater mehr als die Tränen seiner Tochter. Bianca war fleißig und großzügig. Sie bekam einen Job bei McDonald's. Ich ging dorthin essen, nur um sie arbeiten zu sehen, stolz darauf, dass sie einen Job hatte. Sie flüsterte mir zu, Papa, du musst nach Hause gehen. Aber ich saß nur da, sah ihr bei der Arbeit zu, lächelte mein kleines Mädchen an. Als sie dann ihren ersten Gehaltscheck bekam, bestand sie darauf, mich zum Abendessen einzuladen, nur um sich dafür zu bedanken, dass ich ihr Vater war. Ich sagte ihr, dass ich bezahlen würde, aber sie lehnte ab. Ihre eigene Art, mir zu sagen, dass sie mich liebte und dass sie erwachsen wurde. Meine Frau und ich beschlossen, Bianca in Chester County aufzuziehen, weil es dort sicher war. Wir wollten nicht die Gewalt in West Philly riskieren. Wir wollten, dass sie unter netten Menschen an einem guten Ort aufwuchs. Wir wollten alles für Bianca. Ich wollte, dass sie aufs College geht, etwas, was mir nie vergönnt war. Sie hatte ein Stipendium für die Jacksonville-Universität, um dort Kriminaltechnik zu studieren. Ich wollte, dass sie ihren Abschluss macht und einen guten Job bekommt, in einem Büro arbeitet und gut bezahlt wird, ohne sich bei der Arbeit in den Docks das Kreuz zu brechen. Ich wollte, dass sie sich verliebt, heiratet und dann Kinder bekommt. Sie sagte mir immer, dass sie 6 Kinder haben würde, 3 Jungen und 3 Mädchen. Und ich wollte lange genug leben, um meine Enkelkinder zu verwöhnen. All meine Träume für Bianca gingen in Erfüllung, bis zu dem Tag, an dem der Angeklagte meine Tochter ermordete. Meine Fragen an den Angeklagten sind einfach: Warum in Gottes Namen haben Sie meine Tochter erschossen? Weil sie jung war, weil sie schwarz war, weil sie ein Mädchen war, weil sie zuerst einspuren wollte, weil sie einen schlechten Tag hatten? Was glauben Sie, wie Ihre Familie sich fühlen würde, wenn jemand Sie ermordet hätte, wie Sie meine Tochter ermordet haben? Alles, was mir von Bianca geblieben ist, sind meine Erinnerungen. Sie hatte ein besonderes Lied, von dem sie sagte, es sei ihr Lied nur für mich. Es ist ein Lied über ein Kind, dessen Vater gestorben ist, und darüber, wie das Kind um einen weiteren Tanz mit seinem Vater betet. Ich habe sie immer damit aufgezogen, dass es so ein trauriges Lied sei und ich sowieso vorhätte, ewig zu leben. Hier ist ein kleiner Teil des Liedes. Damals, als ich ein Kind war, bevor das Leben mir das Unschuldige nahm, hob mich mein Vater hoch,
und tanzte mit mir und meiner Mutter, und dann drehte er mich herum, bis ich einschlief. Dann trug er mich die Treppe hinauf und ich wusste ganz sicher, ich wurde geliebt. Wenn ich noch eine Chance bekäme, noch einen Spaziergang, ein weiterer Tanz mit ihm. Ich würde ein Lied spielen, das niemals enden würde. Wie ich es lieben, lieben, lieben würde, wieder mit meinem Vater tanzen zu können. Euer Ehren, ich würde so gerne wieder mit meiner Tochter tanzen, aber das werde ich nie. Hochachtungsvoll, Rodney Robertson.